Hallo, heute möchte ich über ein sehr heikles Thema sprechen. Ich war einige Zeit am Überlegen, ob ich es überhaupt ansprechen möchte. Und zwar hat sich Charles Darwin bei der klassischen Nationalökonomie bedient und hat diese auf die Tiere übertragen, weswegen ich es schon immer etwas komisch fand, dass man, wenn man Charles Darwins Theorie wieder zurück auf den Menschen und auf die Wirtschaft überträgt, warum das dann Sozialdarwinismus und nicht Nationalökonomie genannt wird. Klassische Nationalökonomie. Und ja, zum Beispiel. Einen Ausreißer haben wir, glaube ich, The Survival of the Fittest von Herbert Spencer. Der war nicht Ökonom, sondern Soziologe, aber was er konkret gesagt hat, ist The Survival of the Fittest, das Überleben des am besten angepassten. Das bedeutet, es gibt zwei Unternehmen und das eine bietet Autos an und das andere Unternehmen bietet Kutschen an. Aber die Leute wollen nur Autos kaufen. Was passiert? Das Unternehmen, das Autos verkauft, ist besser an den Markt angepasst, also überlebt es. Und das Unternehmen, das immer noch Kutschen herstellt, hat zwei Möglichkeiten. Entweder es passt sich an die veränderte Marktsituation besser an oder es geht zugrunde. Der Besitzer des Unternehmens kann Bankrott anmelden, wenn er weiter versucht, Kutschen zu bauen und Kutschen zu verkaufen. Gut, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, da spricht Darwin oft von den Nischen und dass die Tiere irgendwie in bestimmte Nischen ausweichen, um dann doch noch überleben zu können. Das ist doch auch wieder nichts unbedingt aus der Natur, sondern das kennen wir von der Marktwirtschaft. Wenn ein Unternehmen ein Auto herstellt und ein anderes Unternehmen möchte auch Autos herstellen, dann versucht es sich von diesem anderen Unternehmen zu unterscheiden, damit es eine Nische bekommt und nicht den direkten Kampf um Marktanteile führen muss. Was weiß ich, Coca-Cola versucht halt Coca-Cola zu sein und Pepsi versucht Pepsi zu sein. Und sie versuchen jetzt Unterschiede zu finden voneinander, damit sie jeweils die andere mit dem anderen Unternehmen nicht in direkten Konkurrenz treten müssen um die gleichen Kunden, sondern sie versuchen quasi zwei verschiedene Kundengruppen anzusprechen, obwohl das Produkt fast identisch ist. Das ist dann aber auf der anderen Seite auch wieder notwendig, weil das ist ja die gegenseitige Anpassung. Das Produkt Cola muss so sein, dass es den Leuten schmeckt. Und jetzt ist fast davon auszugehen, wenn das Produkt Coca-Cola den Leuten schmeckt, dann schmeckt denen die Pepsi am besten, wenn sie genauso schmeckt. Pepsi kann am einfachsten dadurch Kunden verlieren, dass ihnen die Cola nicht, die Pepsi nicht schmeckt. Dann trinken die Leute lieber Coca-Cola. Also wenn hier der Unterschied möglichst gering ist zwischen den beiden und nur durch die Werbung ein anderer Kundenstamm angesprochen wird, dann kann keiner von beiden Kunden dadurch verlieren, dass den anderen Kunden das Produkt besser schmeckt. Und sie können sich gegenseitig aus dem Weg gehen, indem sie einfach durch ihre Werbung zwei verschiedene Images aufbauen, auf das die Kunden dann zurückgreifen wollen. Ja, oder generell, dass es immer eine Entwicklung zum Besseren wird. Das ist ja auch schon heutzutage fast widerlegt, dass es in der Biologie überhaupt so ist. In der Wirtschaft ist es schon so. Zuerst war das Telefon, dann kam das Handy und jetzt irgendwann kamen diese Tablet-PCs und was es da alles gibt. Da habe ich ja schon keinen Überblick mehr drüber. Also diese Entwicklung zum Besseren gibt es auf jeden Fall in der Wirtschaft. Ob es die in der Biologie so gibt, da sind sich die Wissenschaftler zurzeit ein bisschen unsicher. Vielleicht sagen sie, ist es ja genauso wie in der Wirtschaft. Letztendlich zählt nur, ob man besser angepasst ist. Wenn also morgen die Kunden alle wieder
Telefone verlangen würden, dann würden die Handyhersteller und Tablet-PC-Hersteller auch blöd in die Röhre gucken und würden zugrunde gehen. Also so zwangsläufig, sagt man, ist die Entwicklung zum Höheren und Besseren nicht. Es kommt halt ein bisschen noch drauf an, was der Markt nachfragt. Letztendlich geht es nur darum, dass man gut an seine Umwelt angepasst ist oder an die Marktbedingungen. Und ja, in diesem Bezug kann man vielleicht auch mit einem Vorurteil quasi aufräumen. Dem Markt ist es grundsätzlich fast egal, wie viel der Staat sich einmischt. Dem Markt geht es eher darum, dass sie sich darauf verlassen können, dass das, was der Staat heute macht, dass er das auch noch morgen und übermorgen und in 200 Jahren macht. Damit man sich nicht an ein staatliches Konzept anpasst und dieses wechselt dann andauernd. Das könnt ihr vielleicht so ähnlich betrachten, wie wenn ihr in den Urlaub fahrt. Natürlich, wenn ihr die Wahl habt zwischen einem Urlaubsort, wo es sonnig ist und einem, wo es regnet, nehmt ihr lieber den, wo die Sonne scheint. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr die Wahl zwischen einem habt, wo ihr nicht wisst, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, oder ob ihr einen habt, wo es nur regnet die ganze Zeit, dann nehmt ihr doch lieber den, wo es nur regnet die ganze Zeit. Dann könnt ihr euch darauf vorbereiten, mit Regen umzugehen und könnt euren Urlaub so planen, dass es die ganze Zeit nur regnet und dann wird der Urlaub trotzdem schön. Während ihr bei dem, wo ihr es nicht genau wisst, wie es Wetter wird, da habt ihr immer die Gefahr, dass ihr euch auf das falsche Wetter vorbereitet habt. Ja, und worauf ich einfach hinaus wollte ist, es kann vielleicht manchmal sein, dass man sagt, Moment mal, Nationalökonomie, das, was du hier alles erzählst, ist das nicht Sozialdarwinismus? Das ist doch das, was Darwin gesagt hat, übertragen auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft. Und dann möchte ich halt sagen, nein, das ist Quatsch. Nur weil Darwin das, was die Ökonomen und Soziologen gesagt hat, auf die Natur übertragen ist, wird das noch lange nicht falsch und wird es nicht automatisch zum Sozialdarwinismus.